Die Chiropraktik für Anfänger. Du hast bestimmt dieses Video eingeschaltet, weil du mehr über die chiropraktische Pflege erfahren möchtest. Du willst vielleicht wissen, wie sie dir und deiner Familie helfen kann. Lass uns mal einen Einblick in die Chiropraktik werfen und wie sie funktioniert. Ein Chiropraktiker ist eine Gesundheitsfachkraft, die auf die Wirbelsäule und auf das Nervensystem spezialisiert ist. Da der Fokus eher auf der Wirbelsäule liegt, denken viele Leute, dass Chiropraktiker nur helfen können, wenn es um Rückenschmerzen, Schmerzen im Nackenbereich oder Kopfschmerzen geht. Es gibt aber viel mehr in der Chiropraktik zu entdecken als nur Schmerzen. Bei der Chiropraktik handelt es sich um eine ganzheitliche Gesundheitspflege und sorgt für Wohlbefinden. Es geht darum, dass Leute sich richtig gut fühlen, um so ihr Potenzial und ihre Funktionsfähigkeit zu maximieren. Die Wirbelsäule schützt das Rückenmark, das ein Teil des Zentralnervensystems ist. Die Wirbelsäule ist wie ein Schutzschild, das aus verschiedenen Teilen besteht, damit es mit den natürlichen Bewegungen des Körpers im Einklang ist. Ein Wirbelsäulenabschnitt besteht aus zwei Wirbeln sowie den Gelenken, die sie verbinden. Zwischen zwei Wirbeln liegt die Bandscheibe, die wie ein Kissen funktioniert. Unter dem Schutzschild passiert ganz viel. Der Körper sendet Signale der Wirbelsäule hoch zum Gehirn, wo sie bearbeitet und beantwortet werden und wieder in die Körperteile geschickt werden, damit der Körper weiß, wie er zu reagieren hat. Das Zentralnervensystem ist wie eine riesen Autobahn, die wichtige Nachrichten zu jedem Körperteil transportiert. Manchmal hat unser tägliches Leben einen großen Einfluss auf unsere Wirbelsäule, indem Wirbelsäuleabschnitte sich anders bewegen wie normal. Diese Bewegungen sind nicht besonders fördernd für den Körper. Der Verschleiß kann langsam kommen, wie zum Beispiel durch eine ungünstige Körperhaltung oder plötzlich wie bei Sportverletzungen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Wirbelsäule und dem Nervensystem können tägliche Belastungen sogar den Informationsfluss und die Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Körper so beeinflussen, dass manche Nachrichten im Gehirn nicht ankommen oder nicht genau genug sind, um richtig bearbeitet zu werden. Diese Fehlkommunikation wegen nicht normalen Bewegungen in der Wirbelsäule wird von Chiropraktikern Subluxation genannt. Vielleicht kennst du diesen Begriff von deinem Chiropraktiker, also weißt du, was er damit meint. Wenn der Chiropraktiker schnelle, aber sanfte Bewegungen an der Wirbelsäule macht, wird die natürliche Bewegung der Wirbelsäule wiederhergestellt. Wenn man sich das Zentralnervensystem wie den zentralen Motor des Körpers vorstellt, ist der Chiropraktiker der Mechaniker, der die Wirbelsäule und das Nervensystem so einstellt, dass dein Körper wie ein Rennauto funktionieren kann. Bei der Behandlung könnte es vorkommen, dass du ein ungewöhnliches Platzgeräusch hörst, das in der Tat vollkommen ungefährlich ist. Es ist bloß etwas Gas zwischen den Wirbelsäulenabschnitten, das sich freisetzt. Es ist wie andere Gase, die im Körper freigesetzt werden. So, bist du bereit, deinen Motor zu starten?